aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzet würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Nun wird mein liebster Bräutigam, nun wird der Hirt aus Davids Stamm, thank you.
sonst keinen Raum in der Herberge. Der Ehrenrat.
ganze Welt erhält. Die ganze Welt erhält. Ihre Pracht und sie erschaffen, muss in harten Krippen schlafen. Thank you.
Zeiten des Nachts ihre Hilfe. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herren leuchtet um sie.
Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
Thank you.
so bald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Oh.
Glocken des Brahms. Macht uns frei, deine Hilfe tut uns und macht uns frei, deine Hilfe.
Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, für die es kam,
wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Thank you.
Hirten kehrten wieder um. Preiseten und lobten Gott um alles, das sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesaget war. Thank you.
waren, dass das Kind beschnitten würde. Da ward sein Name genennet Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn ihre Mutterleibe empfangen ward.
ich fliege nur dir zu ihren Lieben. Mein Heiland, gib mir Kraft und Mut, dass es mein Herz recht eifrig tut.
Thank you.
zu Bethlehem, im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: Wo, wo, wo ist der Thank you.
Der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken? Kann meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? Oh, solltet ihr euch nicht vielmehr darüber freuen, weil er dadurch spricht, dem Menschen Wohlfahrt zu verleihen. Und ließ versammeln alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande. Denn also steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinest unter den Fürsten Juda. Aus dir soll hier kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Schweigt, ihr ist schon wirklich hier, ihr ist schon wirklich.
und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre. Und weiset sie gen Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, sagt es wieder, dass ich auch komme und es anbiete. Kein Mensch erbist, bleibt doch in sicherer Hand.
gehöret, Atem zogen sie hin. Und sie, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Zu Herodes lenken und zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. So geht genug, mein Schatz geht nicht von hier, er bleibet dabei. Mich nun für ein Feind bei solchem Glück versehen.
stolzen feine Städte, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Dein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, dein Hort ist hier bei mir. Und mögt ihr stolzen feine Städte, was könnt ihr Schatz, mein Ort ist hier bei mir, mein Schatz.